Die Lage ist ernst und an Flucht ist nicht zu denken. Jetzt sitzen wir hier, haben Lampenfieber, schwitzige Hände und lassen uns freiwillig das braune Zeug ins Gesicht schmieren. Ein bisschen Rouge und dann würde ich sagen, ist Michaela fit. Unsere Lieben, die uns mitleiden und uns mehr nervös machen, helfen auch nicht viel. Wären wir lieber zu Hause geblieben. Aber nein, wir wollten gleich hoch hinaus. Es reichte uns nicht, einfach Musik zu machen. Nein, wir wollten auch ins Geschäft kommen. Am Rande der Szene vegetieren an die 200 Bands. Viele davon wesentlich besser als wir, aber die kennt keine Sau. Und das ist verdammt schade. Uns dagegen geht's noch Gold. Wir sind nicht besser als die anderen. Wir hatten nur unverschämt viel Glück. Gitarre? Die ja, Gitarre. Natürlich habe ich die Gitarre. Vorne war Mike. Ich hab. Ja, hab ich drin. Und ich hab. Pass auf, das ist alles so gesteckt, wie es ist, wie es sein muss. Mit wir meine ich die weltberühmte Country- and Western-Band Little Grand Canyon. Das sind Mike, Hermann der Drummer, Ralf am Bass. Und Hannes Pedal Steel Gitarre. Kein Problem, wirklich kein Problem. Entschuldige bitte. Darf ich mal? Also, warum die zwei ausgerechnet jetzt noch was Neues ausprobieren wollen, ist mir ein Rätsel. Meine Herren, wir werden für eine Probe bereit. Okay. So, jetzt sind wir dran. Nur ruhig, Blut. Jetzt kann uns niemand mehr ausladen. Übrigens, um es vorwegzunehmen, die Sendung, in der wir heute agieren, ist natürlich keine Musikshow. Und auch in dieser Sendung sind wir nur ein fünftes Rad am Wagen. Aber irgendwie muss man ja anfangen. Jetzt kann uns nicht mal mehr das organisierte Chaos im Studio schrecken. Sag mal, was sind das alles? Hier müssen wir halt durch. So ein bisschen härter machen noch. Manche, das ist nachher im Studio. Könntest du mal dich auf die Tribüne setzen und tust mal so, als ob du gerade die Hände mit der Seele hattest? Stopp, Stück zurück. Dann machen wir den Übergang gleich mal zum ersten. Danke. Danke. Well, a long time forgotten, my dreams just fell by the way. A good life, he promised, and what she's living today. Oh, but she never complained of the bad times, of the bad things he's done. She just thought about a good time they had and a good time should come. But she's a good-hearted woman in love with a good time and man. Tja, wer sagt's denn? Es läuft doch. Es läuft. Wenn man so zurückdenkt, wie oft es bei uns überhaupt nicht gelaufen ist, kriegen wir noch das kalte Grausen. Als wir vor einem halben Jahr anfingen, war halt alles anders. Das war so. Drei von uns arbeiten in einem Tonstudio. Die Perspektive stimmt schon. Halt! Aus! Wir machen das noch einmal. Wieso? Es war gerade so schön. Ja, weil es so schön war. Nachdem wir lange genug Sprach- und Musikaufnahmen für andere Leute gemacht und lange genug in anderen, auch schlechten Bands gespielt hatten, dachten wir, es wäre an der Zeit, eigene Musik zu machen. Na gut, ne? Für mich okay, danke. Okay, fein. Das war's für heute. Dankeschön, gute Nacht. Hermann. Tschüss. Servus. Und schönen Dank. Und wir hatten Lust. Und wir hatten eine halbwegs brauchbare Ausrüstung. Und unser Chef hat uns nach anfänglichem Meckern sogar das Studio zwecks Proben freigegeben. Ich meine, also jeder, der Musik gemacht hat, weiß, dass dies eine ganze Menge war. Ja, und so probten wir nach Feierabend wie die Wahnsinnigen. Wir arrangierten alte Sachen, komponierten neue und klauten auch, wo es ging. Nun, wir waren zwar happy beim Musizieren und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, aber, und das musste kommen, wir wollten plötzlich zeigen, was wir können. Wir wollten auftreten. Wir wollten vor lebendigen Menschen spielen. Da haben wir uns dann was Schönes eingebrockt. Wir hatten keine Ahnung, wie schwer sowas ist. Desinteresse, Absagen, Enttäuschung brachten Unlust und Aggressivität in die Band. Und Ende Oktober haben wir uns richtig angewidert.
Vielleicht ein bisschen spät, ne? Natürlich wussten wir, warum Ralf zu spät kam. Aber die Sprüche konnten wir uns nicht verkneifen. Jeden Abend hatte unser Postfach geleert. Und jeden Abend nur Absagen oder zurückgekommene Probekassetten vorgefunden. Jeden Abend war es gleich. Drei. Manchmal war es deprimierend. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Tja, und so haben wir mit Wut im Bauch weitergeprobt. Das Spiel war immer vorhin auch schon. Mir ist das einfach zu langsam. Ich kenne schon. Mann, können wir das nicht durchspielen? Du wirst doch zum Schluss sowieso immer schneller. Ja, ja, daran liegt es, natürlich. Du sitzt da und trommelst. Ich zähle das Stück nicht an. Lass es uns doch einfach schneller spielen, bitte. Tut mir doch den Gefallen. Ist das nicht möglich? Nee, ich finde dein Unterbrechen, das ist schon mal der erste Punkt, den du falsch machst. Nee, Moment. Warum guckst du mich so an? Ich guck dich nur an, weil ich eigentlich... Hannes, hör doch mal auf die Stimme. Guy's gonna wash away like snow and the rain. Well, I really don't mind the rain. Ich hau ab. Wie, ich hau ab? Ja, ich muss los, ich hab noch was zu tun. Du bist ja einfach reingekommen. Wir haben noch über eine halbe Stunde Probezeit. Ich weiß das auch, aber ich muss echt los. Ich hab noch ein wichtiges Gespräch zu machen. Treff mich nicht mit meiner Freundin. Dann erzähl doch bitte, vielleicht interessiert uns muss das. Muss das jetzt sein? Kann ich euch das nicht morgen sagen? Das ist nicht so wahnsinnig. Warum dreht es sich? Mal was Privates oder? Du kannst mich jetzt erzählen. Was Geschlecht? Wir haben noch Zeit genug. Na gut, ich habe einen Job. Für uns. Wie? Ich habe einen Job für uns. Ehrlich? Wir sollen spielen, oder was? Ja, ich habe einen Job für uns. Wir können auftreten. Oh, das finde ich nicht schlecht. Warum machst du da so ein Problem von? Ja, Problem. Naja, ich finde das toll. Ein kleiner Haken, aber das ist... Wie, was für ein Haken? Ja, weil er so rumkommt. Ich meine, nicht sagen können. Ja, sicherlich. Und vor allen Dingen vorhin, wo du gekommen bist. Ich meine, vielleicht wird er deine ganze Probe ein bisschen anders ab. Probleme. Wir kriegen keine Kohle. Wie, kein Geld? Wo ist es? Wo ist es? Am Arsch der Welt. Mike versprach, einen Lieferwagen zu besorgen. Als er aber mit halbstündiger Verspätung erschien und dazu nur mit einem popeligen Kombi, waren wir schnell auf 100. Was sagt ihr? Ist gut? Für zwei Personen. Das Packen und die Fahrt zu unserem ersten Auftritt sollten ein Erlebnis werden, nachdem eine Band gewöhnlich auseinandergeht. Und bei uns hat wahrhaftig nicht viel gefehlt. Brauchst du die? Oh, Hannes, scheiße! Komm, dann muss das Reserverad drauf sein. Du kannst doch nicht ohne Reserverad fahren. Da müssen wir doch. Wo muss es doch rein? Warum lass das Ding rausfahren? Wann hast du die letzte Fahrt? Well, it's hard to love a man whose legs are big and paralyzed. And I once ever need a woman you'll reach to be I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around.
davon. Ein Wix. Was wollen wir jetzt machen? Ralf, hast du auch den Autoschlüssel mitgenommen? Logo. Vielleicht liegt er auch im Wagen. Ich hab euch das gesagt. Einen Schritt zugeben, ihr wolltet mir das ja nicht glauben mit dem Reservereifen. Gerade beim Leihwagen ist das immer so eine Sache. Was ist passiert? Was willst du machen? Weißt du nie, wer da vorher mit gefahren ist mit diesem Auto? Ich hoffe nur, dass der Typ das versteht. Oh, this good hearted woman. Loving a good time in me. I saw this good hearted woman loving a good time in me. Pull that sound out, yeah. Oh, the good hearted woman loving a good time in me. Aber dann war es einfach wie ein Wunder. Wir haben Applaus bekommen und genossen. Es war diese alles umarmende Freude, die uns übermannte. Der Abend war gerettet. Wir waren gerettet. Und das Auto war gerettet. Shake it loose and let it fall. Laid soft upon my skin. Like shadows on the wall. Come and lay down by my side. Es war offensichtlich die richtige Musik, die an diesem Abend dieses Publikum begeisterte. Damals haben wir noch nicht geahnt, dass dieselbe Musik an einem anderen Abend vor einem anderen Publikum das Verkehrteste von der Welt sein kann. Aber es war so. Es war damals im Winter in Vorderhauderfehn. Der Saal war kalt, der Schnitzel vorweg war es auch, und das Kälteste war dann das Publikum. So etwas hatten wir noch nie erlebt. Die einzige Wärme kam von Hermanns Mutter und Omi, die er nichtsahnend mitgenommen hatte. Wir kämpften gegen alle und alles, hauptsächlich gegen den Männerchor, der irgendwo im Hinterzimmer probte. Wir kämpften und wir gingen unter. Mensch, wir haben doch nicht schlechter gespielt, als wir sonst mitspielen. Nee, wir spielen immer gleich schlecht. Wir haben aber ein anderes Publikum gehabt und einen entzückenden Chor. Haha. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich weiß echt nicht, ob es daran liegt. Hm. Am meisten haben wir wirklich diese blutarge Chor gemacht. Und ich konnte bald den Rhythmus schon nicht mehr halten. Es war wirklich schlimm. Nee, kannst du süß. Aber sag mir doch mal, das liegt doch 15 Leute oder was. Wenn sich das rumspricht, dann sind wir schlecht vom Fenster. Reichlich. Well, I'm rolling my sweet babies. Also rumgesprochen hat sie es nicht. Aber Auftritte zu beschaffen war genauso schwierig wie vorher. Gestürmt oder schneite, wir waren auf Achse. Wir fragten, sondierten, klinkten, haben fast gebettelt um einen Auftritt in einer miesen Vorstadtkneipe. Es war wie verhext. Nach und nach hatten wir das Gefühl, dass die Kneipen alle gleich aussehen. Dass die Menschen, die das Nein sagen, gleich aussehen und dass die Argumente, mit denen sie uns hinauskomplimentierten, sich auch gleich anhören. Wozu das Ganze? Wo soll ich denn das Geld hernehmen? Oder wir haben doch den Musikautomaten, waren die häufigsten Sprüche. Manchen von denen hätten wir liebend gerne tätlich angegriffen. Aber das ist auch so eine Sache. I worried you last Saturday night, baby. I was laying right down in jail. Well, I heard you with another man.
Auch die Musikverlage, Agenturen und Schallplattenfirmen blieben von uns nicht verschont. Dort hörten wir wieder, wie schwer es ist, eine Niemandsband ins Geschäft zu bringen. Nur die Topstars ziehen und als Trost haben wir dann eine Tasse Kaffee bekommen. Hat sich jedenfalls unsere Telefonnummer notiert und uns dann schnell wieder vergessen. Dann aber kam der Brief. Erwartet und ersehnt. Eine Schallplattenfirma ist an einem Gespräch interessiert. Es war für uns wie Weihnachten. Sie wollen mit uns. Ja. Na, kommen Sie doch herein, meine Herren. Also, meine Herren, oder ich darf doch meine Freunde sagen, wie? Gut. Also, meine Freunde, es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich gerade an unsere Firma wenden. Denn wir stehen, und ich glaube das nicht zu Unrecht, in dem Ruf, dass wir junge, originelle, begabte Musiker fördern. Ich habe mir Ihre Kassette angehört und ich muss sagen, beachtlich, wirklich sehr beachtlich. Den Namen das gibt's muss nicht. Man sich merken. Nicht nur, dass er den gelernten Text aufsagt, er tut das auch noch wie ein drittklassiger Schauspieler. Die Lage auf dem Markt sieht nicht rosig aus. Sie ist ernst, um nicht zu sagen, beschissen. Jetzt kommt das mit dem Bedauern. Leider, tut uns leid. Aber das soll natürlich nicht. Also nicht. Das kommt später. Talente auf der Strecke bleiben müssen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das bedeutet vielmehr, dass bedeutet. Jetzt vergisst er seinen Text und wir kriegen dafür den Kaffee. Weber, haben wir noch Kaffee für uns? Danke. Verdammt. Diesmal trinkt der Herr allein. Gott, ist der Wissen Mensch schlecht. Wissen Sie, meine Freunde, dass ich, als ich so alt war wie Sie, etwas ganz Ähnliches werden wollte? Ja, ich wollte allen Ernstes Musiker werden. Gehen wir also gleich oder kommt noch was? Also, Sie wollen ins Geschäft. Sie möchten mit Musik Geld verdienen, aber ich möchte auch mit Musik Geld verdienen und da liegt der Hund begraben. Ich kaufe sie ein. Gut, nein, nein, natürlich nur hypothetisch. Ich baue sie auf, ich stecke mein Geld in ihre Band. Nein, nein, natürlich auch nur hypothetisch, meine Freunde. Wir machen eine Platte. Gut, ich werfe die Scheibe auf den Markt und die Scheibe verkauft sich nicht. Peng! Sie werden dann natürlich näbbig sagen, aber ich kann nicht näbbig sagen. Ich muss dann alles bezahlen. Jetzt müsste das mit den Topstars kommen. Sind nur die Topstars. Genau. Nur die Spitzenleute. Mit den Anfängern, ja, wie soll ich es sagen? Also, das ist im Moment so gut wie ausgeschlossen. Was natürlich nicht heißen soll, dass sie aufhören sollen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Üben, spielen. Sie sind schließlich die nächste musikalische Generation. Sie sollen das Neue repräsentieren. Weiß der Mensch eigentlich, was für eine unglaubliche Scheiße er da redet? Im Moment allerdings, so leid es mir auch tut, kann ich nichts. Die Telefonnummer? Lassen Sie aber für alle Fälle Ihre Telefonnummer bei meiner Sekretärin. Und den Ratschlag auf dem Weg? Na, wo ist er? Und wenn Sie den Rat eines alten Praktikers hören wollen, üben... Den Kaffee nehme ich ihm aber übel. Remter ist keine Kneipe, Remter ist eine Institution. Hier spielen Amateure, Halb- und Vollprofis bunt gemischt. Hier muss man eigentlich gespielt werden. Der Mann, der die Musiker engagiert, ist unser alter Freund Kurt Schulzke. Da vorne steht er. Ob er natürlich unser Freund bleibt, wenn er erfährt, was wir von ihm wollen, bleibt abzuwarten. Wir hätten doch nicht alle vier auf einmal kommen sollen. Die Mäntel lassen wir sicherheitshalber an, für den Fall, dass wir schnell wieder gehen müssen. Wollt ihr Bier trinken? Ja.
Oh, hier gibt es wenigstens was zu trinken. Wir machen für mich auch den Mama 5. Eins kann ich vertrauen. So eine Band wie die B-Sharp, die hat's schon gut. Man kennt sie, man mag sie. Wenn die auftreten, bleibt kein Auge trocken und kein Haus leer. Vielleicht ist die Musik, die wir spielen, nicht richtig. Oder vielleicht sollten wir für einen Skandal sorgen. Drogen nehmen, nackt auftreten, ich weiß nicht. Jedenfalls müssen wir uns was einfallen lassen. So geht es nicht weiter. Grundsätzlich kann ich sagen, ja, nur es ist eben sehr problematisch, weil wir haben natürlich reichlich Zulauf, Kapellen. Achso, hier unser Bier. Oh, ja. Hast du mal erstmal ein Bier? Ja, oh, danke dir. Ja, danke dir. Ja, hast du. Danke. Danke. Thomas, hast du für mich auch noch ein Bier? Ja. Ja, also wo waren wir stehen geblieben? Es ist folgendes. Wir haben derart viele Gruppen, die hier auftreten wollen und die wir natürlich auch auftreten lassen. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen ans Geschäft denken. Das heißt, unbekannte Gruppen ziehen weniger und dementsprechend ist der Umsatz eben nicht so gut. Und wie ist es in der Woche? Ja, in der Woche. Wir haben ja laufend hier Programme, das weißt du ja. Und es ist grundsätzlich schwierig mit Newcomer-Gruppen, das ist ganz klar. Eine Stunde später sah es langsam so aus, als würde sich Freund Schulzke doch breitschlagen lassen. Warte mal, ich hab also eine Geschichte, da weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob die überhaupt können. Weil die kommen da aus Süddeutschland, was weiß ich. Und du bist in 14 Tagen, das ist Mittwoch. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt könnt. In der Woche. Das ist in der Woche, aber es ist also so, ich müsste das auf jeden Fall mal hören, was ihr macht. Ich meine, ich kenne dich, Hermann, und du bist ein korrekter Typ, nur ich muss es mir alles mal anhören. Das ist ganz einfach. Du kommst zu uns zur Probe und wir sehen das an. Ja, wann? Ja, sag mir wann. Nächstes Dienstag bei dir. Im Probenraum. Ja, okay. Dann machen wir das so. Denn, ja? Wenn das hinhaut, mit dem, dann machen wir das dann Dienstag. Das ist schön. Ja. Leute, ja. Seid mir nicht böse, ich muss weiter. Es hat geklappt. Wir spielen im Remter. Hier auf dieser Bühne. Welch ein Fest. Und es war ein Fest. Freunde und Verwandte, die wir sicherheitshalber mitgeschleppt haben, kriegten kaum noch Karten. Und es war fabelhaft. Wir haben uns prima gefühlt. Das Publikum ging mit, die Atmosphäre hat uns so hoch geputscht und wir spielten wie die Weltmeister. Es ist halt ein Grund zum Feiern. Auf der anderen Seite war uns doch ein wenig mulmig zumute. Es war wie nach Besteigung eines Berges. Man hockt da oben und stellt fest, dass da noch unzählige weitere Berge sind. Wie soll es jetzt weitergehen? Die Musik frisst uns jetzt schon die ganze Freizeit. Und Profis werden? Nein, dafür sind wir viel zu realistisch denkende Menschen. Die Fröhlichkeit der Stunde konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass für uns seit dem heutigen Tage neue Probleme auftauchen. Das klingt vielleicht doof, aber wir haben uns gerade an diesem Tag Gedanken über unsere Zukunft gemacht. Gibt's noch Kaffee? Ich bin krass. Es geht einfach nur darum, dass du jetzt allmählich mal ein bisschen dazu kommst, von dieser alten Runde zu kommen, sondern eigene Stücke zu spielen, beziehungsweise Stücke zu spielen, die nicht so populär sind, sondern ganz einfach richtig schöne Kampagnen. Aber du weißt, was das für Zeit bedeutet. Du siehst, was wir für Probetermine darstellen. Ja, bloß die Zeit müsst ihr haben, nicht? Denn ihr müsst schön proben und dann müsst richtig schöne. Jeder von uns hat einen Job. Jeder muss arbeiten. Jeder muss. Ja, bloß ihr müsst wissen, was ihr wollt. Entweder wollt ihr nebenbei eure Musik machen, wollt ihr mit der Musik Geld verdienen.
Und dann müsst ihr auch was bringen. Dann müsst ihr nicht nur einmal Hitparade rauf und runter spielen, sondern müsst auch richtig schön das machen, was ihr in eurem Plakat propagiert, nämlich Country Music. Richtige amerikanische Country im Western. Ne, wie ist es? Wir tun. Hallo, da ist sie. Jo, pass auf. Es ist einfach so, nach dem Ding, was heute gelaufen ist, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, weil wir haben bis jetzt immer, standen wir immer auf dem Schlauch und wussten nicht, was los ist. Und jetzt müssen wir einfach, bin ich der Meinung, heute, nach dem heutigen Tag, müssen wir irgendwas machen. Das ist ganz klar. Irgendwas selbstständig. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ich meine, das ist schwierig in der Musik, ne? Guck mal, Truckstop ist das große Vorbild. Was Deutsches ist nicht für mich. Ich glaube nicht für die. Haben die angefangen, so nicht vom halben Jahr. Ja, die haben so angefangen, aber ihr wollt irgendwann eigenständig werden. Ihr wollt endlich mal als Little Grand Canyon anerkannt werden. Und das könnt ihr nicht, indem ihr andere Leute nachäfft, sondern nur, wenn ihr endlich mal dazu kommt, nicht so populäre Country-Titel. Genau, wie die Zeit. Ja, die muss da sein. Entweder ihr wollt das eine oder ihr wollt das andere. Ne, also das Profi werden wollen wir bestimmt nicht. Nein, Profi wollt ihr nicht werden, aber ihr wollt eine gute Marke damit machen. Also wie soll ich denn machen? Freund Norbert hatte recht. Wie recht haben wir dann später erfahren müssen. Aber man hat uns plötzlich ernst genommen. Und wir hatten den Eindruck, dass wir als Musiker endlich erwachsen sind. Und dass man, wenn wir noch dazu Glück haben, viele weitere Feste feiern werden. Das war's. Und jetzt sitzen wir hier im Studio, die Sendung läuft live und wir spielen, was das Zeug hält. So manchem Patzer stopfen wir immer noch mit Enthusiasmus zu. Aber wir haben das Gefühl, dass das alles nicht umsonst war. Und ob wir wirklich mal ins Geschäft kommen, das ist in diesem Moment nicht so wichtig. Oder? Oh, she's a good-hearted woman, loving a good-charming man. She's a good-hearted woman in love with a good-charming man. She loves him in spite of his way, but she don't understand. Oh, the teardrops and laughter that pass through this world down her hand. A good-hearted woman loving a good-charming man. She's a good-hearted woman in love with a good-timing man. Yeah, she loves him in spite of his way, but she don't understand. Long time of ballin' day, ballin' hand in hand. Yeah, this good-hearted woman loving a good-timing man. I said good-hearted woman loving a good-timing man. She's a good-hearted woman,